Sattel. Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Prison Architect Going Green hier. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Der Zellenblock hier hinten ist ja in der letzten Folge fertig geworden. Mit 135 Leuten vom Tag der offenen Tür. Ja. Den Rest machen wir jetzt hier noch gerade fertig und dann müssen wir vorne mal gucken, dass wir da noch ein bisschen was umbauen. Mir ist eingefallen, hier in dem Raum wird ja auch nichts kontrolliert. Das müssen wir auch kontrollieren natürlich, ne? Das machen wir dann doppelt mit einem Metalldetektor und mit so einem Scanner mal, um auszuprobieren, ob das auch geht. Oder ob das was bringt. Passiert überhaupt irgendwas? So, das hätte ich gern, das hätte ich gern. Das müssen wir alles machen hier. Und dann müssen wir hier unten natürlich auch noch alles Türen reinmachen. Und überall Leute stationieren hier. Auch wenn wir oben Servotüren haben, hier werden trotzdem Leute stationiert. Das haben wir. Jetzt brauchen wir wieder Wasser und Strom. Immer das gleiche Theater hier. Muss alles ordentlich aussehen, obwohl Strom haben die, glaube ich, noch, oder? Reicht der Strom? Reicht er nicht? Wir werden es sehen. So, da hinten sind sie schon dran, das ist gut. Dann nehmen wir die kleinen, weil wir ja wieder faul sind, ziehen wir die einfach so durch. So und so. Und dann sollten alle Wasser haben jetzt hier. Jawohl. Können wir direkt hingehen mit den Türen. Nehmen wir rote Türen, machen wir Platz hier. Ich will was sehen. So, wir haben auch jeden Tag x Todesfälle, das geht auch nicht. Da müssen wir unbedingt was dran tun. Da werden wir, wenn die Zeit reicht, auch noch gleich schon mal anfangen, hier drüben den Trakt zu planen. Wir haben ja jetzt hier schön Mauer, da ist zu, Ende aus, da kommt keiner mehr raus, ne? Wir müssen ans Tor. Das sollte passen. So, hier ist wieder zu gefährlich, oder was? Versorgung, Strom muss hier lang. Er muss hier dran, dann können wir ihn auch hier runterziehen. Zzzp. Bis hierhin. Was ist der hier? Ja, das ist der hier. Wie sieht der denn aus? Das wird eng. Das wird eng. Da müssen wir gucken. Also viel mehr darf der auch nicht mehr machen. Das heißt, für unsere nächsten Kollegen brauchen wir auf jeden Fall einen neuen. Zum Beispiel hier, weil der ist ja auch, obwohl der könnte vielleicht den Scanner noch tragen. Wie viel Platz haben wir denn? Er hat 713 von 850. Ich würde nämlich gerne Folgendes machen. Und zwar machen wir jetzt noch ein kleines Fundament dran. So, drei breit. So. Jetzt randaliert die Katze wieder. Auch gut. Sehr gut. Machen Folgendes. Hier die Türe weg. So. Wegwerfen. Nein, einfach abreißen. Und dann die Betonwand hier rein, wenn die abgerissen ist. Mal weg. Jawohl. So. Türen. Eine neue Türe hier oben rein. Doppeltür. Nein, hier so eine Einzeltür. Dahin bitte. So, und da muss eine Türe hin. Hier muss eine Türe hin. Wir brauchen Metalldetektoren. Aber nicht bei den Böden, sondern hier. So. Machen wir hier vor. Machen wir hier vor. Und hier natürlich auch. Sicher ist sicher, ne? Und jetzt hätte ich gerne den Scanner. Gucken wir mal. Scanner. Hab den noch nie gebaut. Mal gucken. Alter, ist das ein Riesenteil. Ist das ein Riesenteil? Kriegen wir das so hin? Wir müssen so einen Scanner-Monitor hier hinbauen. Ich hoffe, das reicht vom Strom her. Ich könnte mir vorstellen, dass das mal wieder nicht reicht. So und so. Garantiert nicht. Hätten wir das, reicht nicht. Das wird vom Strom her nicht reichen. Wir werden sehen. Komm schon, bau den ganzen Käse mal. Jetzt kommen die alle mit den Nummernschildern hier an. Die sind gerade vollkommen egal, Jungs. Baut mal hier den Strom. Sonst müssen wir gucken, wo noch was fehlt, beziehungsweise wo wir was abzwacken können. Würdet ihr jetzt mal hier bauen? Wieder zwei Todesfälle, das ist mir aber gerade egal. Was hat inaktiv? An Scanner-Monitor anschließen. Inaktiv an Scanner anschließen. Verbinden. Hiermit. So. Jetzt müsste der ganze Käse. Hat das echt gereicht? Nice. Richtig nice. Jetzt muss er eigentlich alles, was die hier anschleppen, hier reinkommen, dadurch und. Zschup, ne? Sollte es. Ich hoffe es zumindest.
Wir werden sehen. Hier oben könnte man das dann eigentlich auch noch machen. Müssen wir mal gucken. Was liegt hier wieder rum? Lauter Tote? Ne, noch keine Toten. Okay. Übrigens hier. Tomaten, Karotten, Kartoffeln haben wir verkauft. Kannst du einfach hingehen, per Hand. Kann man alle reinnehmen? Nein, was hat der hier? 2 Tage ohne Vorfall, Zellenqualität 7, Durchschnitt, unterdrückt. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, warum die immer unterdrückt sind. Ist der geil. Ich will jetzt mal sehen, wie die hier was durchschieben. Das sind halt die ganzen dämlichen Lampen, ne? Können wir die nicht verkaufen hier? So, wegwerfen. Ne, nichts Betonwand. Kommen sie gar nicht mehr dran. So, wir verkaufen jetzt mal die ganzen Lampen hier, die nerven. So, die Frage ist, schieben die das wirklich hier durch den Scanner? Ich will unbedingt mal sehen, wie man den Scanner benutzt. Aber es passiert nichts. So ist das halt. Normal, du wartest ja drauf. Also passiert nichts. Wie immer halt. So, das haben wir. Das heißt, wir haben jetzt 266 Zellen. Kaufen Sie einen Solar-Windhybriden und stellen Sie ihn auf. Ja, wenn ich wüsste, wo. In der Versorgung hier beim Strom, da hast du ja keinen. Wenn wir bei Objekten gucken. Solar. Lampe, Wandleuchte, Solar. Was ist das hier? Übungs-Solarpanel. Entsorgen. Versorgung. Da hast du nichts. Ausbrüche ein. Wo? Hier unten. Was? Hier? Wie ist der denn da hingekommen? Ja gut, hier ist nicht zu, ne? Er kann ja nur dadurch gekommen sein. Oder er hat hier irgendwo einen Tunnel gegraben. Er hat einen Tunnel gegraben, okay. Alles klar. Tunnel zu. Mal gucken, wo so bald hingeht. So, noch ein paar verkaufen hier. Dieses komische Solarhybrid-Ding. Keine Ahnung, wo das sein soll. Ziel los. Wir müssen echt. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Guck mal, was die da rumgebuddelt haben. So. Wir machen jetzt mal Folgendes. Bitteschön, hier müssten ja eigentlich wieder genug geklaut haben, nachdem sie hier überall Schlägereien angezettelt haben. Währenddessen können wir hier was verkaufen, gemütlich. Und schauen, was so los ist. Gehen wir ein bisschen Platz hier rein. So, und wir können jetzt mal planen. Wir planen. Als allererstes gehen wir mal gucken bei unseren Häftlingen. 84 andere. Wie viele haben wir denn? Hohe Sicherheitsstufe haben wir 87. So, alle genehmigen. Transfer aller qualifizierten Häftlinge genehmigen nach normaler Sicherheitsstufe. Okay, machen wir mal. Also wir haben 87, das heißt, wir bräuchten so um die 100 Zellen. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf die andere Seite. Die Exporte müssten dann auch weg. Die machen wir mal gerade weg, ja. So, Exporte, die hier kommen mal weg. Danke. Die machen wir dann hier hin. So, bitteschön. Passt, dann können wir hier nämlich die Böden hinmachen. Lunar, nein, wir wollen einfach die Betonplatten hier. Ne? Genau. So, 3 breit. Wir machen mal 4 breit, ja? Das heißt, hier auch so 4 breit. Moment, wir planen. Wände. Schön, dass man hier nichts sieht. So, dann müssten die ja hier... Danke. Müssten wir hier so hin. 1, 2, 3, 4, hier. So hin. Ich würde sagen, der Gang ist auch lang genug. Ja? Der ist lang genug, wo die durch müssen. Das wird dann so Umfassungsmauer. Dann machen wir das hier zu. Machen da und da ein Loch für eine Türe. So, Tür. Was haben wir? Personaltür, Besuchertür, Gefängnistür. Große Gefängnistür. So. Kommst du hier rein. Ja. Dann geht der Gang weiter. Diese Länge hier erstmal. Zu. Wir können hier natürlich auch runtergehen. So. Dann kriegen die hier noch ihren eigenen Hof hin. Ja.
Sagen wir mal so bis hierhin. Können wir das vielleicht so schreiben? Gucken wir mal. Machen wir das mal so. So, wird das denn ihr eigener Hof? Nur, guck mal, was sie alles gefunden haben. Alter, Handforke, Kelle. Die klauen wie die Raben hier unten raus, schätze ich mal, ne? Wo sie es nicht sollten. Okay. So, das wird dann der Hof, ja? Eieieiei. Hier oben machen wir dann erstmal hin Kantine. Wird man dann auch so groß machen für 80 Leute. Kantine und, wir lassen aber ein bisschen Platz, so. Kantine und halt Küche. Die brauchen wieder ihre eigenen Sachen. Und hier wird es jetzt interessant. Hier machen wir mal 1, 2, 3. Lassen wir mal frei. Das heißt, hier geht's runter. Da ist ein Gang. So, das wird ein Gang hier. Jetzt müssten wir hier mal Platz machen und eine Zelle. Eine Zelle designen, sage ich mal, ja. Die müssten wir wirklich designen. Oder wir sind ganz frech und geben denen nur die kleinen billigen Zellen, wo nichts dran und drin ist. Aber da müssten wir wieder eine Gemeinschaftsdusche machen. Und dann hätten wir wieder das Problem, dass sie sich da nur auf die Fresse hauen gegenseitig. Und gegenseitig umbringen. Das wollen wir natürlich nicht, ne? So, deswegen machen wir hier Folgendes. Ist da jetzt mal was durchgekommen? Durchgefahren hier? Sieht nicht danach aus. Schade. So. Heißt, wir tun hier jetzt schon mal erstmal so ein bisschen wegwerfen. Abreißen. Hallo? Abreißen. 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 Macht mal die Bäume weg. Wir müssen hier ein bisschen was sehen. So und so. Ja gut. Weg damit. Ah, in Bearbeitung. Okay. Genau. Klimper die Bimper. Weg mit dem ganzen Holz hier. So und so. Sehr schön. Oh, ein Todesfall. Welch Zufall. Die haben Polizisten umgebracht. Das Unglaubliche. Unglaublich. Was ist denn hier los? Das sind echt nur diese ganzen Schwerkriminellen, ne? Puh, okay, ja. Aber okay. Ist halt so. Das sind halt nicht umsonst harte Jungs, ne? So, das muss alles weg. Wir brauchen Platz hier. Ich will Platz haben. So, abreißen. Die Türe muss natürlich hier hin. Genau, mach die hier auch mal weg. Wegwerfen. Wegwerfen, wegwerfen. Alles wegwerfen hier. Die ganzen Baumstümpfe. So muss das sein. So, der kann auch weg da. So, Planung. Jetzt gehen wir mal hin. Sagen wir, da kommt die Dusche hin. Dann machen wir das, machen wir hier so einen hin. Dann könnten wir hier die Türe reinmachen. Das heißt, hier ist die Dusche. Toilette könnte man dahin machen. Bett längs hierhin. Dann machen wir die hier runter. So. Erstmal so. Gib mir mal ein Bett. Objekte. Bett. So. Ein Bett bekommst du hierhin. Bitteschön. Mach das mal weg. Wir haben hier einen Abfluss, der kommt hier hin. Wir haben einen Duschkopf, der kommt hier drüber. Wir haben eine Toilette. Die tun wir hier hin. So. Und jetzt kriegen die noch auf jeden Fall. Sagen wir mal, weil das sind ja harte Jungs. Die brauchen kein Bücherregal oder sonst was. Die brauchen Folgendes. Und zwar brauchen die eine Handelbank hier drin. Ich weiß, hört sich bescheuert an. Klingt komisch, ist aber so, ne? Vielleicht gehen wir ihnen doch noch ein Bücherregal hier nehmen. Aber ein kleines, kein großes. So. Ein Laufband? Was? Nur im Innenbereich? Nein, das ist Blödsinn. Kleiderstände, Ablage für Mäntel und Hüte des Personals brauchen wir nicht.
So, ein Reifenstapel ist auch egal. Die kriegen auf jeden Fall einen Sprinkler hier rein, ja? Falls sie anfangen zu fackeln. Das wollen wir nicht. So, haben sie das. Also, die können was lesen. Haben wir noch irgendwo einen Fernseher oder so? Ein Sesselbüro ist egal. Eine Lampe kann auch noch hier drüber. Sprinkler und Lampe zusammen. Eigentlich ganz praktisch. Elektrische Stuhl brauchen wir garantiert nicht. Edle Fenster auch nicht. Da ist ein Fernseher. Den kannst du so hier hinstellen. Und dann könnte man das Ding eigentlich zumachen, oder? Wenn wir jetzt hingehen, hier die Wände ziehen, fehlt noch irgendwas ganz, ganz Wichtiges? Ich glaube nicht. Sie können lesen, sie können Fernsehen gucken, sie können auf Toilette, sie können duschen, sie haben Bett und sie haben eine Handelbank. Was haben wir denn hier hinten in den Luxuszellen? Die haben ja eigentlich alles, ne? Die haben auch nicht viel mehr. Die haben nur einen Tisch mit einem Computer. Das finde ich übertrieben. Das brauchen sie nicht. Das heißt, so wären die Zellen eigentlich ganz gut. So, dann müssen wir natürlich hier noch ein Loch reinmachen. So, dass wir dann hier unseren... Mach den mal weg. So. Unseren Hochsicherheitstrakt hinbekommen, ja? So könnten wir das machen. Wir könnten jetzt mal anfangen zu bauen. Und zwar sagen wir jetzt mal... Türen, ich weiß, das kann man auch alles planen und dann bauen lassen in einem Rutsch, ja, aber wir haben gesehen, was daraus wird, wenn wir das so bauen lassen. Dann dauert das wieder über eine halbe Stunde, bis der Käse fertig ist. Deswegen bauen wir das jetzt mal Stück für Stück hier so an, ja. Gucken wir mal, wie die erste Zelle ankommt. Hier haben wir eine Türe drin, sehr gut. So, Fundament, nee, Wände und Türen. Ich hätte gerne weiter Umfassungsmauer. Und zwar hier, so. Bis hier hin. Bau den Käse mal. In der Mitte können wir auf jeden Fall wieder Betonplatten nehmen. Dass das Ganze ordentlich ist. So. Da hinten eine Türe. Gefängnistür groß. Soll hier hin. Mach. Alter. Mach das Ding doch weg hier. Die Planung, die interessiert mich nicht. Warum darfst du das jetzt nicht? Weil ich hier bin und nicht bei der Türe. Kann ich die so wegmachen? Jawohl. Ist auch wieder sehr geil, dass du das da nicht hinbauen kannst. Aber okay. Ja, arme Katze. Rast es wieder aus. So, baut ihr bitte fertig. Wäre ganz gut. Was liegt da rum? Weiß keiner. Was ist das? Beton? Ah, okay. So, das heißt, die müssen hier bauen, ne? Gucken wir mal. Hallo? Ich glaube, das hier benutzt auch keiner, ne? Vollkommen umsonst. Ich weiß doch nicht, warum die jetzt alle hier rumstehen. Ihr könntet euch mal bewegen. Haben wir da jetzt keine Betonplatten gemacht oder warum machen die nichts? Oh nö, die gehen einfach wieder. So, bitteschön. Jetzt aber. Nix Pause. Bauen, Leute. Bauen. So. Das Hammer, das sieht gut aus. Natürlich müssen erst die ganzen Dingenswohnskirchens weg hier, ne? Die ganzen Stämme. So, jetzt eine Tür da rein. Landschaft und Inseln, das interessiert mich gerade nicht. Nein, wir wollen hier Türen wollen wir haben und zwar wieder die gelben. Da ist bestimmt wieder der Stumpf im Weg, wetten wir. Wegwerfen. So, darf da jetzt eine Türe hin? Ja, sehr gut. Super, das heißt, jetzt können wir hier wieder Beton nehmen. Den und den und hier. Und hier lang ziehen. So. Sehr gut. Jetzt sind die da alle dran. Ja gut, das sind halt wieder die ganzen Bäume, die im Weg sind. Ne? Also, das müssen wir uns merken. Nicht nochmal so viele Bäume. Das ist uff. Das ist echt uff. Und wieder 5 Tote. Gibt alles Geld. Guck mal, wir haben schon 1 Million. Finde ich gut. Viel durch Cashflow, Cashflow, Cashflow. Was auch immer das ist. Aber wenn wir jetzt 1 Million haben, dann können wir ja einfach alles erforschen. Krankenpflege auch. Irgendwann können wir die dann freischalten. So, dann haben wir alles. Dann brauchen wir uns um nichts mehr kümmern hier. Türen. Kann da eine hin? Kann da eine hin? So, Einsatz. Kann hier einer hin? Warum unsicher? Du bist auch unsicher, du. Haben hier jemanden stationiert? Die müssen auf jeden Fall dann noch Servomotoren bekommen. So geht das nicht hier, ne?
So geht das nicht. So, der steht da hinten. Will hier die Tür reinpacken. Muss da natürlich immer einer kommen, der das macht. Das ist... Guck mal da einer. Nehmen wir die Wände. So, so, so. Bis hier, da soll nix. Dann hätten wir das schon drumherum zu. Und dann tun wir erst hier alles als Zelle ausweisen, wenn es soweit ist, wenn wir fertig sind. Ja? Solange ist das hier eine Dschungelkloake. Das ist ja nicht schlimm. Heuballenmauer. Wer will denn bitte eine Heuballenmauer? Wer nimmt eine Heuballenmauer? Eine Gartenmauer haben wir auch noch nicht. So. Das Parkett hier. Das geht nicht. Das muss innen sein. Okay. Haben wir kein Fundament, wie Idioten, ne? So. Das muss natürlich sein, Fundament. Kriegen wir das hier rein? Machen wir so. Zugang benötigt. Geht das so? Ohne, dass die da irgendwas abreißen? Ich kenne mich ja. Jetzt haben wir wieder Murks gebaut. Pass auf. Die Hinterwand muss nochmal... Ah, klar, die Schmuggelware ist außer Kontrolle geraten, wie immer. Kennen wir ja. So, machen wir zu. Die Türe hier, die muss entriegelt bleiben, damit die da reinkommen. Die hier auch entriegelt. Dann können die hier in Ruhe Zugang benötigt. Nee, nichts Zugang benötigt, hast du hier. So, Wände fertig. Die wollen alle raus. Come on, ey, come on. Hier noch. Geht das so dann? Oh, Mann. Aber die Zelle wäre dann fertig. Ne? Jetzt hätte er hier einen Zugang. Aha, siehst du? So. Sehr gut. Das heißt, jetzt müssten wir hier auch einen Boden reinmachen können, nämlich Parkett. So. Jawoll. Und das hier muss dann natürlich auch innen liegen und nicht außen. Oh, das kriegen wir dann schon hin. Jetzt ist da natürlich nur die Mauer weg, das wollen wir nicht. So, Betonwand. Wieder hin. Dann müsste das passen. Der Klo steht einfach so irgendwo in der Luft rum. Total bescheuert. Aber so könnte das dann aussehen, wenn wir hier ganz, ganz viele Zellen haben. Im Moment haben wir die noch nicht. Müssen wir gucken. Da gehen wir dann in der nächsten Folge ran. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Ich sag wie immer, ciao mit V.